Das wird mein neuer Kanal, Grumpy Matt übrigens. Kennst du ihn? Sag mal, wenn dir ist auch der, du hast der Bart ab. Meine Frau sagte mal, wenn du so guckst, dann bleibt er zu. Wenn dir ist der Bart ab. Bei mir ist der Bart ab. Ja. Das ist klar, wer gewonnen hat, ne? Ist schlimm, du hast verloren, ja. Du hast echt verloren. Ich konnte mich aber auch selber nicht mehr angucken im Spiegel. Hallo Borkheide, hallo Welt. Da sind wir wieder. Der Matze. Und? Der, ne? Wer bin ich? Der Lutze, genau. Lutze steht übrigens hier oben dran. Ja. Nee. Doch. Nee. Es ist hier. Warte, ich drück mal drauf. Das ist ein Piep. Perfekt, oder? Ja, eigentlich, dass du aufgepasst hast. Ja. Sicherheit. Montag. Der 6. Der 6. Wir fangen an mit dem, was wir alle nicht mehr hören können, und zwar Thema Corona. Thema Corona: fünf Leute sind am Brück infiziert. Und die schlimmste Nachricht, die wir gerade ganz frisch reingekriegt haben: einer ist gestorben. Ja, leider. Herzliches Beileid an die Betroffenen. Man weiß nicht, was man dazu sagen soll. Es ist nun mal so, es ist traurig. Wir hoffen, dass es vielleicht bei dem einen bleiben kann. Bleibt zu Hause, bleibt safe, Leute. Es ist tatsächlich so, dass man daran sterben kann. In allen Altersklassen, leider. Genau, und natürlich wollen wir uns gleich in dem Zuge nochmal beim Amt Brück bedanken für diese wirklich schnellen Updates, die hier immer kommen. Jeden Tag eigentlich eine neue Information über den Ist-Stand hier im Amt Brück. Der Amtsdirektor Marco Köhler mit seinem Team ist da wirklich fleißig dran und schickt die Infos immer, ihr habt es ja selbst gesehen, gleich selbst bei uns rein in Borkheide News und auch in Borkheide Hilft, genau. In die Gruppen. Und auch wir verlinken natürlich diese Informationen bei uns auf unserer Website und so, dass ihr eigentlich immer auf dem Laufenden seid. Jo, und dann gibt's noch eine Danksagung, und zwar die Ines Renner. Stimmt's, Matze? Genau, die schreibt, liebe Borkheider und Borkwalder, vorab schon mal vielen Dank für die Unterstützung, die ihr zuteil werden gelassen habt. Zuteil werden, oh, zuteil ließet, zuteil, egal. Danke, sagt. Und wie kommen jetzt diese Masken zum Empfänger? Wer eine Maske braucht oder jemand kennt, der eine braucht, einfach bei der Ines anrufen. Lutze, die Telefonnummer jetzt. Ja, da unten ist genau, er. Genau, sehr schön. Und die Masken sind kostenfrei und werden auch bei Bedarf nach Hause gebracht. Ihr müsst also nicht durch die Gegend eiern, sondern Ines wird auch für die Zustellung der Maske sorgen. Und sie sind kostenfrei übrigens, und sie werden, habe ich schon gesagt, ne? Und sie nähen auch weiter. Und herzliche Grüße von der Ines Renner. Jo, perfekt. Danke, Ines. Jo, dann gibt's noch eine negative Nachricht. Die letzten, die bis jetzt den Kunst- und Kulturpreis gekriegt haben, waren wir beide. Ja. Dieses Jahr gibt's den nicht, wie wir erfahren durften, von vom Herrn Seibiger. Seibiger. Frank. Und genau. Der wird zwar weiter ausgegeben, aber verliehen. Erst nächstes Jahr wieder, ja. Weil es in diesem Jahr vermutlich kein Event in dem Rahmen geben wird, wo man das entsprechend auch verleihen kann. Genau, da die Maifeier am 30. April ausfällt und auch Waldbadlauf ausfällt, gibt es keine Veranstaltung, wo wir den rausgeben können oder wo die Gemeinde den rausgeben kann. Deswegen gibt es den erst wieder ab nächstes Jahr. Genau, das auch nochmal, hat man glaube ich schon gesagt, Waldbadlauf fällt dieser auch komplett aus, weil es ist nicht vorzubereiten in der Kürze der Zeit. Und sowohl als auch der Flohmarkt die Woche drauf, auch der ist bis jetzt schon gestrichen. Genau, aber es gibt ja nicht nur traurige Sachen. Es gibt auch eitel Freude, zum Beispiel im Fliegerheim. Die kochen vor Freude. Genau, und dazu gibt es auch nochmal den Link unten in unserer Beschreibung. Im Video gestern Abend hat der Lutze war ganz fleißig und hat noch das Video zusammengeschnippelt, hochgeladen. Alle Informationen da im Video drin. Es gibt Spargel am Wochenende von Freitag bis Montag 12 bis 18 Uhr im Fliegerheim. Und zwar außer Haus, also Spargel to go aus dem Fliegerheim. Wer zu faul ist zum Kochen oder sich nicht sicher ist, dass der Familie das Essen schmeckt. Bei dir? Ich bin schon...
Wir kommen auf jeden Fall mindestens zweimal zu Besuch. Jo, so, das war dazu. Dann gibt es natürlich auch Geschichten, die weiterlaufen, auch ohne unser Zutun. Und das sind zum Beispiel Windräder im Wald. Ja, nicht nur, dass hier ringsrum alles zugepflastert werden soll. Es geht auch weiter nördlich von Fichtenwalde. Und damit wird es hier noch so einen kompletten Ringschluss geben. Und der Wald wird immer weiter in Angriff genommen durch diese riesen, noch größeren Windmühlen. Die werden immer größer. Nördlich und südlich der A10, so zwischen Bliesendorf und Fichtenwalde. Alle Informationen auf unserer Webseite, hier nochmal eingeblendet, mediengruppe-borgheide.de. Dort ist der Link zu Waldkleeblatt e.V. und auch die Telefonnummern der Ansprechpartner und E-Mail-Adressen vom Waldkleeblatt e.V., der Dr. Winfried Ludwig und die aus Fichtenwalde und die Britta Bayer hier aus Borgheide. Wenn es dort Fragen gibt zu den Einwendungen, die können jetzt wieder abgeschickt werden. Da gibt es Unterstützung beim Ausfüllen und beim alles richtig machen für diese Sachen. Jo, dann gibt es natürlich, wir haben noch eine Mail gekriegt, und zwar von dem Sinkkreis Blauer November. Kennst du eigentlich die beiden Typen? Ach, schlimm, schlimm. Ganz schlimme Typen. Ja, auch die bedanken sich und lassen Grüße ausrichten für die vielen positiven Zustimmungen zu deren, naja, wir äußern uns dazu lieber jetzt nicht. Seltsame Stimmen sagten, also zumindest zweimal haben wir es schon gehört, man sollte die zum ESC vorschlagen. Ich bitte davon, dringlichst abzusehen. Könnte aber sein, dass sie gewinnen. Weiß man's. Harte Zeiten sind angebrochen, habt ihr selber gemerkt. Aber nicht nur für euch, sondern auch für Matze. Guckt mal hier. Das sagt mir einfach nur, ich will jetzt langsam raus aus der häuslichen Quarantäne. Ich möchte in mein Büro zurück. Da war es irgendwie schöner. So, lieber Matze. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage, aber es ist so. Genau. Man muss mal wieder raus irgendwann. Und jetzt darfst du noch mal ordentlich wettern. Wettern? Was soll ich denn sagen? Du sagst immer, ich kann nicht mit dem Wettern nicht. Guck da selber raus. Du kannst mal noch mal mit Wetter hinkommen. Sag mal zum Wetter. Es ist 20 Grad heute draußen. Hast du gesehen? Ja, toll. Ich sitze hier drin. Und toll. So bleibt es auch. Das wird sogar zum Mittwoch sogar noch ein bisschen wärmer. Der Sonnenschein wird uns über das ganze Osterwochenende begleiten. Also der Weg zum Fliegerheim ist quasi sonnendurchflutet. Besser geht's gar nicht. Ja, aber wir müssen trotzdem Rücksicht nehmen draußen, ne? Auch wenn es schön ist. Ich würde gerne Motorrad fahren, aber ich glaube, das soll auch nicht so Straßen gesperrt. Ne? Eigentlich offiziell sind die Straßen nur zum Einkaufen und Arbeiten gehen freigegeben. Warum so viele Motorräder am Wochenende rumgefahren sind, mit welchem Grund, weiß ich auch nicht. Ja, auch den ersten Motorradtoten gab es schon. Also da haben die Leute nicht so Rücksicht genommen. Mein Boot darf auch nicht ins Wasser. Auch dort ist es nicht so einfach bei uns im Verein. Da gibt es Leute, die meinten, das ginge sie alles nichts an und sie müssten trotzdem mit ihren Kahn ins Wasser. Aber so ganz so einfach ist das halt doch nicht. Wenn du so einen Kahn ins Wasser lassen musst, brauchst du ja auch mindestens 3-4 Leute. Oder? Wie das Ganze der Verein ist gesperrt. Wie bei uns. So. Dann haben wir natürlich noch Kultur am Arbeitsplatz oder wie es so schön heißt. Oder natürlich Kultur in der Corona. Nicht nur der Sinkkreis Blauer November hat dir seine Beiträge gebracht, sondern auch die nächsten sind dran. Hier aus Borgheide für euch selbst geschrieben und selbst gesungen. Marie Anne Maguire. Und das Lied heißt auf Englisch Sometimes Good Comes Out of Something Bad. Manchmal kommt was Gutes aus, was Schlechtes. Manchmal muss man einen Schritt zurücknehmen, um 2 Schritte vorwärts zu kommen. Nach der Dunkelheit kommt die Dämmerung. Mehr kann man dazu nicht Manchmal sagen. Manchmal kommt es anders, als man denkt. Viel Spaß. Every partner sits puddle. And it's so hard to know which way to go around it. When you don't want to know it's something good. Darkness comes the dawn.
Thank you for watching. Ja, super Lied, wa? Das hat sich schon besser angehört als von den Bähnensträuchen vorher, ne? In Borkheide ist eben immer irgendwas los, ja? Und hier verstecken sich überall irgendwo kreative Köpfe. Ja, haben wir schon immer gesagt. Hinter jedem Baum wohnt ein kreativer Kopf. Das ist eh der Slogan hier überhaupt von Borkheide. Finden wir ganz spitze. Wie gesagt, wir sind für euch da. Wenn ihr mal was rüberbringen wollt, kriegen wir das hin hier. Und hinterm Greenscreen, mit Greenscreen können sie auch filmen, habe ich gesehen. Also es ist schon... Da ist Potenzial. Ich glaube, wir gucken mal. Müssen öfter mal was filmen für uns. Jo, das war's. Wie immer am Montag hier vor der Kamera euer Matze und Lutze. Und tschüss. Ciao. Warte mal. Warte mal. Was machst du denn hier? Die Wand runterfahren. Tschüss.